Chef für einen Tag, Luis Cordes, Münsters Co-Trainer, musste heute Sascha Hildmann vertreten. Der Chefcoach, kurzfristig erkrankt, musste aus dem Hotel zuschauen. 850 mitgereiste Münsteraner mit dem Sonderzug angereist, sahen, wie ihr Team in Grün und Weiß in Saarbrücken von Saarbrücken von Beginn an unter Druck gesetzt wurde. Der FCS setzte gut nach. Hier Luca Kerber, 17. Minute und Biada scheiterte an Schenk. Johannes Schenk mit richtig guter Reaktion, aber Saarbrücken von Beginn an gut drin in dieser Partie, das Team von Rüdiger Ziel. Sie spielten es schnell, sie spielten es mit sicheren Kombinationen, immer wieder über die Außen mit Rizzuto und dann hier eine knifflige Entscheidung. Frage, Bazzoli gegen Naifi innerhalb oder außerhalb des 16ers? Für mich in der Wiederholung eher auf der Linie, doch es gab nur den Freistoß, daher Glück für Münster. Der FCS drückte und drängte aber weiter. Immer wieder mit gefährlichen Flanken, mit Uafero und Tölke. Einzig die Abschlüsse oft nicht zwingend genug kurz vor der Pause. Diese Gelegenheit zu zentral abgeschlossen. Luis Cordes hatte einiges zu besprechen zur Pause, denn sein Team klar unterlegen den Saarbrückern. Und nach 57 Minuten kam es noch dicker. Thomas Kock, der Kapitän der Münsteraner, gegen Simon Steele. Und er war schon gelb verwarnt, daher die logische Konsequenz, Platzverweis. Schon der zweite in dieser Saison. Thomas Kock mit dem Klammergriff. Das muss er natürlich vermeiden. Sein Team damit über eine halbe Stunde zu zehnt. Und Saarbrücken nach seinem Ausscheiden drückte weiterhin auf den Führungstreffer. Zwei Minuten nach Kocks Platzverweis. Biada mit einer Idee. Und Steele mit einem guten Laufweg, mit der herausragenden Bewegung. Steele! Aber der Ball wieder nicht im Tor. Wunderbare Bewegung, wie er ihn mit der Hacke hier vorbeilegt. Aber eben dann auch am Tor. Steele zum ersten Mal von Beginn an in dieser Saison. Weiter Saarbrücken bis zum Ende mit Rabihic und wieder Steele. Steele, einer von 17 Torschüssen. Am Ende sollte es aber auch der nicht sein. Saarbrücken bot seinen Fans vieles außer Effizienz. Am Ende brauchen wir, glaube ich, so ein Glücksding, das einfach mal über die Linie geht. Dann werden wieder mehr Tore fallen. Auch im Moment sind es wenige Tore. Und trotzdem die Anzahl an Torchancen einfach zeigt, dass die Mannschaft vieles richtig macht und wird dann irgendwann so das Ding umkippen, dass wir dann auch uns wieder belohnen. 12 verschenkte Punkte. Ich glaube, wir hatten das Spiel komplett im Griff. Von Anfang bis Ende. Wir hatten auch viele Chancen. Konnten sie wieder mal nicht nutzen. Ich denke trotzdem, dass Luis vor allem auch eine super Ansprache gemacht hat. Und er ist natürlich trotzdem immer eng bei uns. Und deswegen war das für uns trotzdem kein Problem. Und er hat seine Sache, denke ich, auch super gemacht. In Unterzahl als Aufsteiger in Saarbrücken einen Punkt geholt. Luis Cordes und Münster happy. Auf der anderen Seite Saarbrücken dagegen frustriert. Aber der FCS kann sich jetzt immerhin auf den Mittwoch freuen und das Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.